Nix. Wir sind live. Man sieht's oben rechts. Sehr schön. Jetzt kann's losgehen. Jetzt ist was los. Willkommen alle zu unserer Ringvorlesung mit unserem ersten Vortrag in der Reihe nachgefragt, was braucht eine zukunftsfähige Lehrerinnenbildung? Herr Professor Hani wird uns heute die Frage beantworten, brauchen gute Lehrkräfte die richtigen Gene, die richtige Ausbildung oder die richtige Erfahrung? Bevor wir beginnen, würde ich Ihnen gerne ein bisschen was zum Hintergrund dieser Ringvorlesung erzählen. Und zwar ist diese Ringvorlesung Teil des Projektes Qualität und der Arbeit im Projekt. Das Projekt Qualität befasst sich mit der Qualitätsentwicklung und Sicherung der Lehrerbildung an der Universität Erfurt und wird vom Bund in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung gefördert. Es beinhaltet drei Teilprojekte. Zum einen das Kompetenz- und Entwicklungszentrum Inklusion, die Hochschullernwerkstatt, das Methodentraining für effektives Unterrichten, das Kompetenznetzwerk digitale und fachbezogene Lehrerbildung, das Forschungslabor Mastermind und das Teaching Talent Center. Der heutige Vortrag von Herrn Professor Hani basiert auf der Arbeit des Teaching Talent Centers. Und in dem Vortrag versucht Herr Hani, wie schon angedeutet, uns die Frage zu beantworten, brauchen gute Lehrkräfte die richtigen Gene, die richtige Ausbildung oder die richtige Erfahrung? Und er wird uns hier wissenschaftliche Einblicke geben. Wie Sie sehen, sind wir nicht ganz alleine, Herr Hani und ich, in unserem Raum. Wir haben zudem noch Herrn Professor Gerd Mannhaupt bei uns. Er hat die Professur für Grundlegung Deutsch, ist außerdem Vizepräsident für Studienangelegenheiten und der Direktor der Erfurt School of Education. Im Projekt Qualiteach ist er tätig in der Hochschullernwerkstatt und im Methodentraining für effektives Unterrichten. Zudem haben wir noch Frau Professor Sarah Tänzer bei uns. Sie hat die Professur für Pädagogik und Didaktik des Sachunterrichts an der Universität Erfurt und ist auch in der Hochschullernwerkstatt für uns tätig. Wir werden auch im Laufe der Veranstaltungsreihe noch einen Vortrag von ihr hören. Da bin ich schon sehr gespannt. Außerdem haben wir noch Herrn Thomas Bock bei uns. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Forschungslabor Mastermind. Und namentlich zu sehen ist Frau Anna Schiel. Das ist unsere wissenschaftliche Hilfskraft, die mich so ein bisschen bei den Fragen später bei der Moderation unterstützen wird. Jetzt wissen Sie, wer im Raum ist. Ich bin natürlich noch hier, Sina Wester. Ich mache momentan die Projektkoordination von Qualiteach und werde sie auch durch den heutigen Abend leiten. Genau. Und der wichtigste Raum, Herr im Raum, ist natürlich Herr Professor Hani, der uns heute Einblicke geben wird. Er hat die Professur für pädagogisch-psychologische Diagnostik und differenzielle Psychologie an der Universität Erfurt inne und trägt im Projekt zum Kompetenzzentrum, Kompetenz- und Entwicklungszentrum Inklusion im Bereich Förderung besonderer Begabungen und besonderer Interessen bei. Und zudem leitet er, was wir heute werden, das Teilprojekt Teaching Talent Center. Ehrenamtlich betätigt sich Herr Hani noch im Kuratorium der Karg-Stiftung für Hochbegabtenförderung, im wissenschaftlichen Beirat des Österreichischen Zentrums für Begabtenförderung und Begabtenforschung, im wissenschaftlichen Beirat des Instituts für christliche Pädagogik des Christlichen Jugendhauses Deutschland und im Wissenschaftsbeirat des Studiengangs Begabtenförderung der Donau-Universität Krems. Sie sehen schon, er hat ganz, ganz viel Erfahrung in der Begabtenforschung und war zudem Dekan Erziehungswissenschaftlichen Fakultät Erfurt zwischen 2004 und 2008. Seine neuesten Publikationen befassen sich mit der kompetenzwirksamen Persönlichkeitsfaktoren bei Lehramtsstudierenden. Er hat sich auch mit Schulpraktika auseinandergesetzt und Persönlichkeitsvorgaben und ihre Bedeutung für den Lehrberuf mit Assessment-Instrumenten beleuchtet. Sie sehen, er hat viel zu tun. Ich sehe schon, er freut sich sehr über diese lange Vorstellung. Aber wir haben eine sehr kompetente Person zum Glück bei uns im Raum. Bevor ich Herrn Hani nun das Zepter überreiche und das Wort gebe, möchte ich Ihnen noch ein paar Hinweise zum Organisatorischen geben. Wir wollen Sie alle recht herzlich einladen, im YouTube-Chat Kommentare zu hinterlassen, Fragen zu stellen. Im Anschluss an den Vortrag wird Herr Hani diese auch beantworten. Und wir hoffen auf ein reges, ja, rege Beiträge von Ihnen. Dann bleibt mir noch zu sagen, Herr Hani, Sie sind dran. Wir freuen uns schon und sind gespannt, wie Sie uns die Frage beantworten werden.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Wester, für die nette Einführung. Einiges an biografischen Details ist schon Geschichte, aber ist auch nicht so wichtig. Entscheidend ist das Hier und Jetzt und der Vortrag. Und damit Sie den Vortrag auch gut verfolgen können, werde ich Ihnen hier meine Präsentation auch freigeben. Und gucken wir mal, ob das alles technisch auch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Dauert immer ein bisschen. So, jetzt sollten Sie eigentlich diese Startfolie sehen. Da ist der Titel des Vortrages nochmal aufgeführt. Da ist das Projekt genannt, in dem wir uns alle hier bewegen. Und unten rechts steht auch, wer dieses Projekt fördert. Ja, fangen wir an. Ja, was ist denn der Hintergrund dieses Themas, sich mit Lehrkräften zu beschäftigen und was denn die gute Lehrkraft ausmacht? Wie Frau Dr. Wester schon gesagt hat, ich habe eine Professur, da geht es ja um individuelle Unterschiede und die Bedeutung dieser Unterschiede und auch die Erfassung. Und da kann man sich ja auch mit Lehrpersonen beschäftigen, welche unterschiedlichen Merkmale sie aufweisen und wie sie dann auch zu ihrem Beruf und ihren Zielen kommen. Diese Ausrichtung meiner Arbeit verknüpft sich mit dem Projekt in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung, speziell auch mit diesem Teilprojekt Teaching Talent Center, wo wir eben die Berufswahl der Studierenden unterstützen möchten, aber sie auch bei ihrer Persönlichkeitsbildung anregen und anleiten wollen. Und da machen wir seit einigen Jahren schon ganz interessante Dinge. Vielleicht eine aktuelle Problematik. Ja, es fehlen ja überall Lehrkräfte. Es werden zunehmend Seiten- und Quereinsteiger da herangezogen. Und da kann man natürlich dann auch schon fragen, ja, was befähigt die denn auch dann dazu, auch guten Unterricht zu machen? Ich werde allerdings zu dieser Frage relativ wenig sagen können, aber im Laufe des Vortrags gehe ich darauf ein. Was in Deutschland nicht ganz so aktuell ist, aber in anderen Ländern ist, dass viele Lehrkräfte den Beruf wieder verlassen. Das ist ein großes Problem, also gerade im englischsprachigen Raum, den ich da von der Forschung her auch übersehe. Haben Sie den falschen Beruf gewählt? Hatten Sie die falschen Erwartungen? Ja, machen Sie ungünstige Erfahrungen? Also man soll sich schon damit beschäftigen, was denn eben Lehrkräfte letztlich dazu in die Lage versetzt, ihren Beruf erfolgreich und richtig auszuüben. Jo. In der Frage stecken verschiedene Dinge drinnen. Da stecken vor allem die guten Lehrkräfte drinnen. Das muss man ja erstmal überlegen. Was bedeutet denn das, eine gute Lehrkraft zu sein? Und da gibt es mindestens drei verschiedene Perspektiven. Das eine ist das große Bild, nämlich der Bildungsauftrag der Schule. Es sollen junge Menschen durch die Schule auch zu aktiven und produktiven Mitgliedern der Gesellschaft herangebildet werden. Ich habe da unten mal ein Foto, das ich in Karlsruhe gemacht habe vor einigen Jahren. Sie merken, das war noch keine Corona-Zeit, wo eben junge Menschen auf die Straße gehen. Und die Frage ist, ob das nicht doch auch, natürlich richtete es sich auch ein bisschen gegen die Schule, weil es hieß ja Schulstreik für den Klimawandel. Aber die Frage ist, ob nicht doch auch die Schule unsere jungen Menschen auch dazu anleitet, kritisch sich mit der Welt und der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und dann wäre das durchaus auch ein Erfolg der Bildungsbemühungen. Aber das ist ein ganz großes Bild und da bin ich gar nicht dafür qualifiziert. Was man sehr häufig in der Forschung betrachtet, ist, wie sieht es denn mit dem nachgewiesenen Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler aus? Also diejenigen Lehrpersonen werden als gut angesehen, die dafür sorgen, dass ihre Schülerinnen und Schüler möglichst viel lernen. Das kann man auch gut bilanzieren, da kann man auch dann wunderbar auch Vergleichsstudien machen. Und gilt tatsächlich so ein bisschen als der Goldstandard auch für die Qualität der Lehrerbildung. Was dabei aber doch häufig übersehen wird, ist der persönliche Fokus. Ja, was muss ich denn mitbringen, um die beruflichen Aufgaben auch langfristig zu bewältigen? Also eine gute Lehrkraft muss auch gute Wahlen treffen, was gut für einen selber ist. Ja, und diesen Punkt will ich neben diesem für der Lernzuwachs der SchülerInnen auch hier tatsächlich stark herausstellen in diesem Vortrag. Jetzt, wenn wir nochmal uns diese Begriffe ansehen, die richtigen Gene, die richtige Ausbildung oder die richtige Erfahrung,
Da stecken hinter diesen relativ einfachen Begriffen stecken natürlich auch wissenschaftliche Konzepte. Also wenn es um Gene geht, werden wir uns eben mit der Persönlichkeit beschäftigen. Die Persönlichkeit steht aber nicht alleine da, sondern die vollzieht sich ja, die verwirklicht sich ja im sozialen Umfeld. Wir suchen uns unsere Umwelten, damit unsere Persönlichkeit dazu passt. Also im Grunde ist die Persönlichkeit letztlich unsere Quelle für unsere ganze Lebensgestaltung. Der Begriff Ausbildung wird in der Lehrerbildung nicht so häufig verwendet, weil wir tatsächlich einen umfassenderen Bildungsbegriff häufiger verwenden. Wenn man aber auf diesen etwas vereinfachten Begriff der Ausbildung guckt, müsste man also die Curricula sich ansehen, die formalen Qualifizierungen, den Erwerb von Wissen und Können, auch die Begleitung des Berufseinstiegs, Fort- und Weiterbildung, ein riesen Themenfelder, die ich natürlich gar nicht alle abdecken kann, nur kurz ansprechen, exemplarisch, aber im Laufe der weiteren Vorträge dieser Reihe werden auch andere Themen oder einige Themen davon von anderen Kolleginnen und Kollegen aufgegriffen. Und wenn es um die Erfahrung geht, da fällt einem zunächst die eigene Schulzeit ein. Natürlich praktische Erfahrungen, die man selbst in Schulen macht, weil viele junge Menschen, die Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, auch versuchen, viel Zeit in der Schule zu verbringen und dort ihre Erfahrungen machen. Dann haben wir die angeleiteten schulpraktischen Studien als Teil des Hochschulstudiums. Wir haben anschließend den Vorbereitungsdienst. Wir haben eine hoffentlich reflexive Praxis. Also auch ein ziemlich komplexer Begriff, den man auch ganz unterschiedlich beschreiben und konzipieren kann. Auch da kann ich nur relativ wenig dazu sagen. Die Zeit ist ja auch begrenzt. Sie wollen ja nicht, dass wir hier in einem halben Jahr immer noch sitzen. Fangen wir also bei den guten Lehrkräften an und steigen mit der Persönlichkeit ein. Und der Gedanke, dass es vor allem um die Persönlichkeit geht, reicht weit in die Pädagogik zurück. Hier hat Georg Kerschensteiner 1927 schon ein Werk verfasst, wo er sich sehr stark an einer gewissen Typologie von Eduard Spranger anlehnt. Und er sagt, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier bisschen was anzeigen kann, dass der Erzieher, das war halt dann damals einfach nur die männliche Form überwog damals, und das wäre ein sozialer Grundtypus, und dieser Grundtypus würde aus reiner Neigung zum werdenden unmündigen Menschen dessen Gestaltung beeinflussen wollen. Und in der Betätigung dieser Neigung würde eine solche Person ihre höchste Befriedigung finden. Also es geht um Grundbedürfnisse, um Grundinteressen, und die wären offenbar auch ausreichend dafür, wenn sie eben richtig kanalisiert ist und richtig eingesetzt ist, dass das auch die guten Erzieher und in dem Fall auch die gute Lehrperson ausmacht. Es gibt, das ist schon ein ziemlich altes Zitat, es gibt auch, sagen wir mal, auch in der Gegenwart Personen, die sagen, es geht vor allem um diese Persönlichkeit. Und ich habe Ihnen hier Zitate von einem John Wilson aus dem Jahr 1993 aufgelistet, der ziemlich harsch sich gegen Kompetenzbegriffe einsetzt und sagt, dass moralische Qualitäten eigentlich das Wesentliche der Lehrtätigkeit sind, sogar für den Unterricht, nicht nur für die Person des Lehrers und der Lehrerin. Es geht um die Fürsorge für den Schüler, Begeisterung für das Fach, Gewissenhaftigkeit, Entschlossenheit, Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Und dann kommt eben praktisch der Frontalangriff gegen andere Konzepte. Der sagt, niemand glaubt wirklich, dass effektiver Unterricht auf eine Reihe von Fertigkeiten reduziert werden kann. Boah, 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 boah. Da wird das ganz massiv geschossen. Und dann kommt es hinterher noch schlimmer, nämlich wenn man versucht, das, was eben jemanden ausmacht, durch die Betonung pseudopraktischer Begriffe wie Kompetenzen oder professionell auszuweichen, muss scheitern. Ich glaube, das müsste hier aufweichen heißen, statt ausweichen. Ja, okay. Jedenfalls, dieser John Wilson hat natürlich gleich massive Prügel bekommen von seinen Kollegen, die das so nicht stehen lassen wollten. Aber man findet immer wieder Menschen, die sagen, es ist doch so die Persönlichkeit, die das eigentliche Lehrerdasein ausmacht und was man so erlernt und so. Das ist ganz nett, aber es geht um andere Dinge. Ja, Kopsi. Man könnte ja überlegen, was wünschen sich eigentlich denn die Schülerinnen und Schüler
von ihren Lehrpersonen. Ja, das sind ja durchaus auch, die haben ja keine Ahnung, was die Lehrer in ihrer Ausbildung alles praktisch sich erwerben und was man eigentlich verlangen könnte. Und da sind es durchaus auch Persönlichkeitszüge, die da genannt werden, wie etwa Humor. Ja, im Unterricht, dass auch die Stunden ein bisschen aufgelockert sind, also nicht nur so im Brausehof, dass man da seine Späßchen macht, dass man Fairness zeigt, ganz wichtig, Schüler gleich und gerecht behandeln. Freundlichkeit, wenn jemand mal was nicht weiß, ja, sich nicht lustig machen über seinen Schüler, rücksichtsvoll sein, aber in der Klasse auch Autorität zeigen und die ewigen Störer in die Bahnen weisen. Das ist schon auch aus Sicht der Schülerinnen und Schüler wichtig. Erst bei älteren Schülerinnen und Schülern kommt hinzu, dass sie sagen, unsere Lehrerinnen und Lehrer sollen auch was wissen, die sollen auch ihr Fach verstehen. Ja, das ist für kleinere Kinder nicht so bedeutsam, weil sie das noch gar nicht so überblicken. Jetzt könnte man, was passiert denn, wenn man Lehrkräfte selber fragt? Da gibt es eine interessante qualitative Diskussionsstudie von Weiß, Schramm und Kiel. Und da kommen interessanterweise auch eine ganze Menge von Merkmalen zum Vorschein, die man doch irgendwie der Persönlichkeit zuordnen kann. Kindorientierung, soziales Feingefühl, Führungskompetenz, Work-Life-Balance, Stressresistenz. Da merkt man, da geht es schon auch um das Umgehen mit Belastungen. Ja, also so die Beteiligten selber, die wissen durchaus, da haben ein Gespür dafür, dass die Persönlichkeit wichtig wäre. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da aus der Forschung so erfahren. Und wenn man sich dem Begriff der Persönlichkeit in der Psychologie nähert, dann stoßen wir auf die sogenannten Big Five. Big Five sind 5 ganz zentrale Persönlichkeitsmerkmale, die sich in Hunderten von Studien immer wieder gezeigt haben, wenn man versucht, grundlegende Dimensionen der Persönlichkeit zu ermitteln. Also die verschiedenen Facetten der Persönlichkeit immer wieder zusammenzufassen, statistisch zu kombinieren. Dann bleiben also immer 5, seit neuestem 6 Merkmale übrig. Die sind weitgehend unabhängig voneinander und sind bipolar angelegt. Also es gibt die eine und die andere Seite, wie auch in der Tabelle hier zu sehen, also bei schwacher oder bei starker Ausprägung. Und die treten tatsächlich in verschiedenen Sprachen und Kulturen auf, bei Fremd- und bei Selbsteinschätzungen. Und es gibt auch zahlreiche Messinstrumente dazu. Das sind diese 5 grundlegenden Merkmale: Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Der Begriff klingt ein bisschen komisch, es hat historische Gründe. Da geht es eben um Ängstlichkeit, Unsicherheit versus eben Belastbarkeit, Stabilität, Selbstsicherheit. Also bitte durch diesen Begriff nicht irritieren lassen, der hat nichts mit neurotischen Störungen zu tun. Ja, man könnte ihn auch als Ängstlichkeit übersetzen. Also wenn wir über die Persönlichkeit von Lehrpersonen und auch von allen anderen Menschen wissenschaftlich reden will, muss man sich zunächst einmal mit diesen Big Five beschäftigen. Und weil wir ja über die Gene sprechen, ist es so, dass dies hinter diesen 5 Persönlichkeitsmerkmalen tatsächlich auch eine genetische Wurzel steckt. Ich habe Ihnen hier ganz einfache Zahlen mitgebracht, dass man nämlich die Persönlichkeitsmerkmale mit Hilfe von Zwillingsdaten auf die Erblichkeit hin untersucht. Das ist so die ganz klassische Art. Inzwischen gibt es viele weitere methodischen Zugänge. Es gibt auch molekulargenetische Analysen. Aber das ist so, was so im Prinzip ja unser Wissen eigentlich ausmacht. Und da sehen Sie hier diese sogenannten genetischen Varianzanteile. Insgesamt gibt es also einen Varianzanteil von 1, das wäre dann die gesamte Varianz, also die gesamte Unterschiedlichkeit der Ausprägungen, die man da sehen kann. Und hier dieses Punkt 66, das ist diese amerikanische Notation. Eigentlich würden wir im Deutschen 0,66 schreiben und das heißt dann eben, dass 66% der auftretenden Unterschiede im Merkmal Extraversion eben tatsächlich eine genetische Wurzel haben, also irgendwie durch die Gene festgelegt werden. Das gilt für die anderen Merkmale ein bisschen schwächer. Aber dennoch ist da doch, kann man sagen, also ein deutlicher genetischer Anteil da. Und deshalb welche Rolle spielen die Gene genannt. Und jetzt sind wir eben bei Persönlichkeitsfaktoren, die tatsächlich auch eine deutliche genetische Grundlage haben. Was gibt es nun zu diesen Big Five insgesamt für Erkenntnisse?
Man hat die schon oft im Zusammenhang mit Berufen untersucht. Da gibt es eine ganz klassische Analyse hier von Barrick und Mount, die immer wieder zitiert wird. Und da sieht man, dass die berufliche Leistung insgesamt, da geht es noch nicht um Lehrkräfte, da geht es um Berufe sehr breit aufgestellt, das ist da, dass die Gewissenhaftigkeit hier eine durchaus bedeutsame Rolle spielt. Der Korrelationskoeffizient ist allerdings nur bei 0,23. Der kann Werte zwischen minus 1 und plus 1 annehmen. 0,23 ist nicht ganz so mächtig. Die anderen Big Five, also die anderen vier Hauptmerkmale, spielen eine geringere Rolle. Und eine neue Analyse aus dem Jahr 2000 bestätigt das und kommt auf einen Wert von 0,24. Die Ausbildungsleistung, da geht es dann nicht nur um die berufliche Leistung, sondern wenn ich noch in der Ausbildung stehe und da Leistungen erbringe, dann spielt auch noch die Extraversion und die Offenheit eine Rolle, ein bisschen auch die Gewissenhaftigkeit. Bei Hutz und Donovan ist es dann nochmal die Verträglichkeit, aber Sie merken, diese Koeffizienten sind nicht wirklich hoch. Ja, also da ist schon ein bisschen was da. Also Menschen, die eben sehr gewissenhaft sind, die bringen offenbar eine bessere Leistung als andere, aber es gibt offenbar auch viele andere Einflüsse, die dann auch eine Rolle spielen. Ja, dann haben Holtz und Donovan noch einmal verschiedene Kriterien der Arbeitsleistung sich angeguckt. Also wenn es um die Leistung an sich geht, ist eben die Gewissenhaftigkeit der wichtigste Prädiktor beim Engagement für den Job auch. Wäre ein anderes Kriterium beim Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, wäre die Verträglichkeit noch ein bisschen wichtiger. Also, vernachlässigen kann man die Persönlichkeit nicht, aber ganz entscheidend ist sie auch nicht. Was wissen wir denn nun über diese Big Five bei Lehrerinnen und Lehrern? Da gibt es zumal Untersuchungen, wie sie denn in ihrem Niveau, in ihrem Merkmalsniveau sich von anderen unterscheiden. Da gibt es verschiedene Studien mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Ich habe Ihnen hier Daten einer Studie von Eulenberger mitgebracht, der ungefähr 700 Lehrkräfte befragt hat, Daten erhoben hat und dann diese Werte eingetragen hat in so eine Grafik. Ja, das sind hier diese Anfangsbuchstaben dieser fünf großen Persönlichkeitsmerkmale und das sind praktisch die Abweichungen der Lehrkräfte von diesem Mittel, der wäre bei 0. Ja, und das sind eben Standardabweichungen, in denen praktisch die Mittelwerte der Lehrkräfte davon abweichen. Also danach wären Lehrkräfte offener als andere Menschen, extravertierter und verträglicher. Daraus könnte man nun schließen, also Menschen, die solche Merkmale aufweisen, sind dann vielleicht auch besser im Lehrerberuf aufgehoben. Boah, das ist keine falsche Vermutung. Aber ja, ganz extrem unterschiedlich. Und was wir hier nicht sehen, ist eben nochmal die Varianzen dieser Merkmale, die natürlich auch immer noch relativ hoch ist. Was wissen wir weiter über diese Big Five bei Lehrpersonen? Sehr intensiv und sehr lange hat sich Johannes Meyer aus Klagenfurt damit befasst und hat hier mit Kollegen öfters auch seine Befunde publiziert. Allerdings findet man selten genaue Zahlen. Ja, das sind ja Statistiken, die da berechnet worden sind. Man findet häufig diese Tabellen mit den Symbolen. Da haben Sie also hier die fünf großen Persönlichkeitsmerkmale und da haben Sie praktisch verschiedene Kriterien. Da geht es nun wirklich nur um den Lehrerberuf und die Zusammenhänge. Und da sieht man beispielsweise, dass eben so diese praktisch mangelnde Belastbarkeit oder die dann doch auch sehr viel mit der Beanspruchung im Beruf zu tun hat. Oder Sie sehen, dass die Gewissenhaftigkeit hier tatsächlich bei vielen Leistungsmerkmale eine Rolle spielt. Aber diese Pluszeichen, die täuschen auch ein bisschen, weil so wirklich ganz hoch sind die Zusammenhänge dann doch auch wieder nicht. Ja, so 0,4 weiter kommt dann eben Herr Meyer auch nicht mit seinen Analysen im Zusammenhang. Ja, was wissen wir sonst noch über die Big Five bei Lehrpersonen? Insgesamt kann man sagen, also da gibt es eine große Zusammenstellung von Bardeck und Kollegen, dass sie nur einen geringen Zusammenhang mit Unterrichtserfolg haben. Ja, muss man einfach sagen, ja, die haben sich wirklich bemüht, haben viele Studien angeguckt, aber sehr viel mehr gibt es da praktisch nicht. Also mit den Big Five kommen wir nicht so richtig weiter, wenn wir uns um die Lehrerpersönlichkeit, um die Tüchtige kümmern. Aber
Kramer und Binder und andere fragen immer, wie ist es denn mit nun anderen Merkmalen, also gerade Umgang mit den beruflichen Anforderungen. Und da sieht man, dass etwa dieses Merkmal Neurotizismus mit einer stärkeren Neigung zu Burnout einhergeht, also eben ungünstige Reaktionen auf berufliche Belastungen, während höhere Werte in Extraversion diese Neigung zu verringern scheinen. Ja, Sie merken schon, so ganz eindeutig sind die Aussagen auch nicht. Sogar richtig hoch und stark sind die Zusammenhänge nicht. Hier haben wir nochmal eine bekannt gewordene Studie von Montgomery und Rupp, die hier sich 65 Stunden angeguckt haben und auch sehen, ja, Persönlichkeitsmaße und Stress, Burnout, da ist was da. Aber auch da merken Sie wieder, diese Korrelationskoeffizienten sind doch relativ bescheiden. Das macht dann eben, dass sie 10% der Varianz, also der Unterschiedlichkeit erklären, aber auch nicht mehr. Also die Zusammenhänge sind überschaubar. Jetzt will ich Ihnen noch ein paar Daten aus Erfurt zeigen, die wir selbst an Studierenden erhoben haben. Wir haben Studierende, die also das Lehramt anstreben zu Beginn des Studiums und dann erneut im siebten Semester, also im ersten Semester des Masterstudiums befragt, haben da verschiedene Merkmale erhoben. Und ich will Ihnen nur ein Merkmal hier vorstellen, nämlich dieses Merkmal Neurotizismus. Wenn wir das im siebten Semester erheben und gleichzeitig fragen, wie sie denn die Studienbelastung erleben und inwieweit sie denn sich überfordert fühlen, also nachts schlecht schlafen können und Kopfschmerzen haben und so, dann finden sich ja schon korrelative Zusammenhänge, die durchaus substanziell sind. Ja. Wenn man aber nun diesen Neurotizismusfaktor im ersten Semester erhebt, also 3 Jahre früher, also dort, wo man vielleicht sagen könnte, oh, da müssen wir aufpassen, dass da nicht so besonders labile Personen ins Lehramtsstudium gehen, dann merken man, drei Jahre später ist der Zusammenhang relativ gering. Und das liegt daran oder unter anderem daran, dass sich diese individuellen Ausprägungen an diesem Neurotizismus eben auch ändern. Sie korrelieren zwischen 2 Messungen, also im Abstand von 3 Jahren, an denselben Personen zu 0,64. Und wenn man dann noch ein paar statistische Maßnahmen ergreift, kommt man maximal auf 0,7. Herr Meyer, Johannes Meyer, den ich öfters zitiert habe, behauptet, das wäre viel höher, diese Stabilität. Die wäre bei 0,9, aber wir können das nicht finden. Und was bedeutet das nun ganz konkret? Das sind nun tatsächlich diese 150 Studierende mit ihren Werten hier aus dem ersten Semester und hier aus dem siebten Semester. Also ich deute mal auf diesen blauen Punkt, das ist eine ganz konkrete Person, könnten auch mehrere sich dahinter verstecken. Diese eine Person hatte also, als wir die emotionale Stabilität im ersten Semester gemessen haben, so einen Wert von knapp 2,3. Und im siebten Semester, 3 Jahre später, einen Wert von 4,1. Also eine massive Veränderung. Ja, man sieht schon, insgesamt sieht man einen gewissen linearen Zusammenhang. Das drückt sich dann ja auch im Korrelationskoeffizienten aus. Aber wir haben doch relativ starke Einzelabweichungen. Und das will ich nur ergänzen, weil man da öfters darauf angesprochen wird. Angenommen, wir hätten gesagt, aufgrund des Wertes im ersten Semester, wir machen da eine Grenze und werfen alle die raus aus dem Studium, lassen sie gar nicht zu, die eben da schwache Werte haben, weil die eben sehr nervös sind, weil sie unter Belastungen ja viel Stress erleben, also die fühlen sich vielleicht nicht wohl im Studium und ja, sagen die ja auch. Was hätten wir dann praktisch erreicht? Jetzt gucken wir uns mal, wie diese Grenze ist beliebig gezogen. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel zur Veranschaulichung. Wenn wir die gleiche Grenze dann im siebten Semester anlegen, dann stellen wir fest, dass wir durch eine solche Entscheidungsgrenze hier all diese Studierenden, fälschlicherweise aus dem Studium entfernt hätten, weil die sich ja einfach verbessert haben. Wir hätten aber auch diese Studierenden hier quasi fälschlicherweise zugelassen, obwohl die sich dann später nochmal deutlich ungünstig entwickelt haben. Das sind dann die sogenannten falschen Negativen und die falschen Positiven. Die anderen beiden Gruppen, da wäre die Entscheidung richtig gewesen. Ja, und genau diese Unsicherheit bei diesen Entscheidungen und die Entwicklungsfähigkeit,
auch solcher Merkmale, die auch eine genetische Wurzel haben, die verhindert, dass wir da Selektionsentscheidungen damit verbinden. Ja, das ist einfach nicht angemessen, weil sich junge Menschen, auch Ältere, noch verändern können. Ja, und diese Veränderungsmöglichkeit, die muss man nicht nur einräumen, die sollte man ja sogar fördern, anstatt eben über Selektion dann gleich Leute von ihrem Berufsweg und ihrem Berufsglück auszuschließen. Machen wir ein erstes Fazit. Also die Lehrerpersönlichkeit für den guten Unterricht ist in den Big Five nicht zu finden. Es ist auch schwierig, eindeutig stabile Merkmale der Lehrperson zu finden, weil eben selbst diese genetisch verankerten Big Five sich offenbar verändern. Ich könnte noch andere Daten zeigen, will ich aber nicht. Auch Weinert und Helmke, die ausführliche Beobachtungen im Unterricht durchgeführt haben in ihrer großen Scholastikstudie, sagen, es ist nicht gelungen, im Klassenzimmer ein übergeordnetes, charismatisches Persönlichkeitsmerkmal zu entdecken, das gute Lehrer übereinstimmend auszeichnet. Also Persönlichkeit, Unterrichtserfolg, da wäre nur eine schwache Brücke. Ja, natürlich gibt es immer extreme Ausprägungen, also Menschen, die extrem schüchtern sind oder Menschen, die extrem streitsüchtig sind. Na klar, die sind in keinem Beruf gut aufgehoben, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um die bunte Vielfalt in den Merkmalen und da kann man einfach nicht so wirklich sagen, was ist gut und was ist nicht so gut. War es das denn nun schon in der Persönlichkeit? Nö, wir haben schon noch ein bisschen mehr. Zur Persönlichkeit gehören noch weitere Merkmale. Ja, beispielsweise kognitive Fähigkeiten, ja, Intelligenz, will ich heute nicht behandeln. Berufliche Interessen, Motive, feste Überzeugungen, globale Erwartungen, Werte und Präferenzen und natürlich auch Muster, stabile Muster des beruflichen Engagements und auch der Stressbewältigung. Auch diese Merkmale werden teilweise als Persönlichkeitsmerkmale oder als sogenannte trait-affine Merkmale bezeichnet, also auch relativ stabile Dispositionen, Haltungen, Einstellungen, die sich auch auf das Verhalten auswirken. Gucken wir uns dann mal da ein paar Beispiele praktisch an. Wie ist es denn mit den Berufswahlmotiven? Nun, es gibt Dutzende von Studien, die zeigen, was denn Lehrerinnen und Lehrer typischerweise an ihrem Beruf motiviert oder für ihren Beruf motiviert und auch ihre Berufwahl steuert. Das Wichtigste hier auch in der Reihenfolge der Studie von Scharfenberg, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, das Zusammensein, also die genießen es einfach, wenn sie junge Menschen um sich haben, mit denen man das machen kann. Sie wollen Kinder und Jugendliche fördern, vor allem solche mit schwierigen Bildungsvoraussetzungen, die es von zu Hause ja nicht so leicht haben. Da sagen viele Lehrer, da will ich mich besonders einsetzen, da kann ich was erreichen. Freude am Unterrichten. Mit ein bisschen Abstand folgen dann das fachliche Interesse, die gesellschaftliche Relevanz der Lehrertätigkeit und der Schule, dass es ein anspruchsvoller Beruf ist und so weiter. Sicherheit von Gehalt und Arbeitsplatz, Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden als nicht so wichtig dargestellt. Ja. Nun ist es so, wenn also Menschen genau solche Motive mitbringen, kann man sagen, dann haben sie auch Spaß am Lehrerberuf. Da gibt es also Untersuchungen darüber, dass dieses Matching wichtig ist. Also die eigenen Motive müssen auch zu den Arbeitsmöglichkeiten der Praxis passen. Und wenn das nicht erfüllt ist, ist es schwierig. Was wir da konkret in Erfurt machen im letzten Semester, wir haben beispielsweise den Studierenden in einem Seminar einen Fragebogen vorgeben, den sogenannten FEMOLA. Dieser FEMOLA erfasst wichtige Motive, gerade auch solche, die ich gerade genannt habe, und haben dann den Studierenden Ergebnisprofile zurückgemeldet. Die sind ja völlig anonym, also ich verrate da nichts und das haben wir auch nicht gemacht. Niemand anderer hat von diesen Profilen erfahren. Aber hier sieht man zum Beispiel ein Ergebnisprofil, das eigentlich so ist, wie wir uns das ziemlich wünschen. Ja, das fachliche Interesse ist etwas überdurchschnittlich ausgeprägt. Das pädagogische Interesse, die Fähigkeitsüberzeugung. Nicht ganz so ideal ist, dass man denkt, das Lehramtsstudium ist nicht ganz so schwierig, aber vielleicht tut sich die Person ja auch leicht. Ja, kann man jetzt nicht sagen, ich kenne die Person so auch nicht näher. Und dass eben so Motive wie finanzielle Nützlichkeit oder dass man gut den Beruf mit der Familie kombinieren kann, das ist bei dieser Person nicht ganz so wichtig. Also würde man sagen, so würde man sich das wünschen. Aber es gibt natürlich auch andere Profile. Auch das ist etwa ein Profil,
das wir hier ganz konkret ermittelt haben. Und da ist es so, dass diese Person doch sowas wie Familienkompatibilität für sehr wichtig hält, die geringe Schwierigkeit. Und schwach ausgeprägt ist das fachliche Interesse. Ja, das pädagogische schon, das fachliche nicht so. Aber Lehrerinnen und Lehrer ist halt auch immer in Fächern. Man muss auch Fächer unterrichten. Ja, und wir denken, dass wir Studierende auch durchaus mit solchen Ergebnissen irgendwie quasi konfrontieren sollen, damit sie ein bisschen nachdenken. Ja, ist das denn so? Weil es gibt einfach diese Studien, dass wenn die Interessen nicht so sind, wie man sie bei Lehrern üblicherweise findet, dass sie keinen Spaß am Studium und auch keinen Spaß am Beruf haben und dann auch schneller wieder aussteigen. Ja, also einfach als so Reflexionshilfe, mal nachdenken. Ja, wo stehe ich denn da eigentlich und ist das für mich das Richtige? Ein anderer Punkt, das Engagement in der Schule. Hier gibt es interessante Arbeiten von Uwe Scharschmidt, die aus der sogenannten Potsdamer Lehrerstudie, die aber auch von anderen Forscherinnen und Forschern genauso bestätigt wurden. Hätte ich nie gedacht. Ja, hier wird also statistisch mit der sogenannten Clusteranalyse gearbeitet. Die ist immer sehr heikel, hängt immer von der Stichprobe ab, aber die Ergebnisse lassen sich auch in anderen Studien bestätigen. Und auf der Grundlage ganz unterschiedlicher Neigungen und auch Bereitschaften, sich in der Schule zu engagieren oder auch der Fähigkeit, sich wieder zu entspannen, hat eben Scharschmidt hier vier solche Muster herausgearbeitet, also quasi so auch Lehrertypen. Und da kann man sagen, auch das sind Persönlichkeitsprofile. Also hier haben wir das Muster G, das ist ein hohes berufliches Engagement, ausgeprägte Widerstandsfähigkeit, ein positives Lebensgefühl. Dann gibt es das Muster S, eine Schonungstendenz, und man sagt, ja, Job ist ja gut, aber ich muss ja immer nicht gleich den Finger heben, wenn es um eine neue Aufgabe geht. Ja, mal gucken, lasst erst mal die anderen ran. Dann gibt es das Muster A, das ist ein bisschen problematisch, weil da schreibt man immer hier, wenn es eine neue Aufgabe gibt, aber man hat keine entsprechende Erfahrung im Lebensgefühl. Also man ist da nicht zufrieden mit sich, sondern hat immer den Eindruck, ich komme eigentlich mit diesen Anforderungen nicht völlig zurecht. Und dann gibt es noch dieses Muster B, wo man dann schon merkt, man hat sich irgendwie überfordert oder man ist überfordert. Man kann nicht mehr so intensiv arbeiten, wie man will, ist nicht mehr belastbar und ist generell unzufrieden. Ja, diese vier Typen, und jetzt könnte man sagen, naja, und was findet man dann denn nun so bei Lehrerinnen und Lehrern? Und da habe ich hier eine Grafik angeführt, die Entwicklung dieser Typen über die Lehrerbiografie zeigt. Also das sind keine Längsschnittdaten, das sind Querschnittsdaten. Die hat Herr Scharschmidt 2004 veröffentlicht und Herr Thierhardt hat sie dann noch einmal praktisch auch wieder abgebildet. Danach haben die eben versucht, alle Lehrerinnen und Lehrer in diese vier Typen einzuordnen. Das ist immer ein bisschen problematisch, weil es gibt ja auch viele so Zwischentypen. Ja, es gibt nicht immer nur ganz klaren Ausprägungen. Aber man sieht doch so verschiedene Trends, nämlich dass am Anfang, ja, also noch im Lehramtsstudium, sind immerhin 30% gehören zu diesem Typ leistungsfähig und gesund. Und die Zahl geht aber deutlich zurück. Ja, also so praktisch, wenn man wirklich fleißig im Job war, sind es dann nur noch 60%, die sich entsprechend fit fühlen. Die Schonhaltung, wo man meinen möchte, die entwickelt sich so erst nach einigen Jahren, dass man sagt, ah, jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück und jetzt weiß ich auch, wie ich da irgendwie ein bisschen flüchten kann von der Arbeit. Nee, am Anfang ist die noch stärker. Denkt man, ja, man muss ja nicht so sich so stressen im Studium, aber das geht auch dann zurück und ist gar nicht so stark ausgeprägt. Diese Überbeanspruchung, die steigt ziemlich an. Ja, also es sind dann eben 30, am Ende fast 40%. Und zusammen mit den anderen, die schon vermindert leistungsfähig sind, sind es dann 60% der Lehrkräfte, die sagen, das ist mir alles irgendwie zu viel. Interessanterweise gibt es diese vermindert Leistungsfähigen auch schon im Lehramtsstudium. Ja, auch wir haben entsprechende Erhebungen gemacht und das festgestellt, dass bereits Studierende aus verschiedenen Gründen sich hier sehr stark belastet fühlen und gar nicht optimal leistungsfähig. Ja, und das
ja, hier sind es dann, da sind die frisch in der Schule, da haben sie Energie und so, aber dann kehren die Zahlen wieder zurück. Also das sind nun tatsächlich Haltungen und Einstellungen, an denen man arbeiten muss. Ja, weil das ist ja eigentlich ist auch wirklich gesundheitsschädlich. Gibt es auch entsprechende Zusammenhangsanalysen von Schaar-Schmidt, dass eben gerade diese Typen hier, die belasteten, beanspruchten Typen, auch mehr gesundheitliche Probleme haben. Wir haben selber ein bisschen Daten an unseren Studierenden in Erfurt hier erhoben. Und hier zeigen sich folgende Zusammenhänge. Und zwar, wir haben uns das Engagement angeguckt im Studium. Und das Engagement hat verschiedene Auswirkungen. Also wenn ich mich im Studium engagiere, und das machen viele, ja, zweifelsohne, sind sie auch zufriedener mit dem Studium, erleben eine geringere Studienbelastung, erleben seltener psychosomatische Störungen und werden auch stärker in ihrem Berufswunsch bestärkt. Ja, also klar, Engagement bringt was. Was führt denn nun überhaupt zu dem entsprechenden Engagement? Und da haben wir auch verschiedene Faktoren gefunden. Ja, Studierende, die sagen, jawohl, ich komme mit Problemen gut zurecht, ich kriege das schon hin. Die sind dann auch engagierter, die sich mit dem Lehrerberuf identifizieren, die auch emotional stabil waren. Das sind wir wieder beim Neurotizismus, die engagieren sich stärker im Studium. Also dieses Thema Engagement ist offenbar ein wichtiger Punkt, der auch mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Und deshalb möchte ich Ihnen ganz kurz dieses Job Demands Resources Modell vorstellen, das in der Arbeitspsychologie eine ganz wichtige Rolle spielt. Danach ist praktisch das, was wir Menschen im Beruf leisten und wie wir uns fühlen und wie gesund wir bleiben, von dem Verhältnis der Arbeitsanforderungen und der Arbeitsressourcen geprägt. Ja, Anforderung ist das, was von uns eben verlangt wird, vor allem wenn es um hohe zeitliche und inhaltliche Anforderungen gehen, was man als Arbeitsdruck bezeichnet. Aversive Arbeitsumgebung, Lärm. Übrigens ist Lärm derjenige Faktor, der von den meisten Lehrern als größte Belastung in ihrer Arbeit genannt wird. Ja, in der Schule ist es offenbar immer laut. Ja, glaubt man gar nicht, wenn man so während der Unterrichtszeit mal durch die Gänge tapst, aber sobald Unterricht zu Ende ist, wird es unglaublich laut. Und eben auch emotionale Herausforderungen in der Schule gehören zu den Anforderungen. Und zu den Ressourcen gehört eben, dass man bei der Organisation mitmachen kann, dass man bei der Arbeit, wenn man sie ausführt, auch Autonomie erlebt, also Möglichkeiten selber zu gestalten. Auch zwischenmenschliche Bedingungen gehören hier. Und da gibt es dann diese schöne Grafik, die ich jetzt aber gar nicht so im Detail vorstellen will, nämlich, dass eben praktisch je stärker die Arbeitsanforderungen sind, auch umso stärker die Gesundheit darunter leidet. Und gleichzeitig, wenn entsprechende Arbeitsressourcen gering sind, hat es hier wieder einen Einfluss, dass aber auch positive Arbeitsressourcen auch wieder die Motivation und das Engagement erheben. Und hier fehlt noch was. Etwas, das wir hier in einer Studie von Gran Sierra dann eingebunden fühlen, nämlich diese persönlichen Ressourcen. Also hier hatten wir nur mal so, was denn der Job an Unterstützung bietet, ja, an Kollegen oder an Arbeitsmaterialien und dann an Räumen und Technik. Aber es gibt ja auch diese persönlichen Ressourcen und da spielt jetzt die Persönlichkeit wieder eine wichtige Rolle. Das heißt, was die Person selber mitbringt in ihrer Persönlichkeit, fördert dann auch das Engagement und eben auch die entsprechenden Ergebnisse, also die Zufriedenheit mit der Arbeit, die Identifikation mit der Einrichtung und natürlich die Leistung und ob man daran denkt, den Job zu wechseln. Das sind praktisch so vier Dinge, die auch in dieser Studie untersucht wurden. Bleiben wir bei diesen personalen Ressourcen, könnte man stundenlang darüber reden, darf ich nicht, will ich auch gar nicht. Deshalb nur eine Geschichte, was sich nun tatsächlich so herausstellt als eine wesentliche persönliche Ressource, wie ich mit Anforderungen, Belastungen gut zurechtkomme und mein berufliches Engagement beibehalten kann. Und das sind die sogenannten Core Self-Evaluations, also die zentralen Selbstbewertungen. Ja, das sind Begriffe, die in der Psychologie eine lange Tradition haben. Und hier Church und Kollegen haben das mal zusammengefasst und auch gemerkt, dass das auch so eine innere Einheit darstellt. Ja, das ist das Selbstwertgefühl. Also inwieweit selber wir gut mit uns sind und uns selber für tüchtig halten.
Ja, das hängt natürlich von Erlebnissen ab, aber auch von der Verarbeitung und von den Bewertungen anderer. Wenn man immer erfährt, dass man nichts ist und nichts kann, schon im Elternhaus, ist das schwierig. Dann die Selbstwirksamkeit, eine Facette des eigenen Denkens und Planens, die sehr oft untersucht wurde. Da geht es darum, ob ich glaube, das, was ich machen will, auch gut und erfolgreich machen zu können. Dazu kommt die Kontrollüberzeugung, nämlich die Überzeugung, dass das, was ich mache, auch zu den Zielen führt, die mir wichtig sind. Ja, da überall spielen Erfahrungen eine Rolle, auch Beobachtungen anderer. Und diese einzelnen Erfahrungen, die werden verarbeitet zu globalen Haltungen, die dann tatsächlich auch wieder als Persönlichkeitsmerkmal gelten, weil sie weitreichende Auswirkungen haben und weil sie gar nicht so einfach zu verändern sind. Und dazu kommt als Viertes, guck mal, die emotionale Stabilität. Ja, das, was wir unter Neurotizismus und Belastbarkeit kennengelernt haben. Also da, das ist so eines dieser grundlegenden Persönlichkeitsmerkmale, die da doch immer wieder auftauchen. Ja, und diese vier Punkte gemeinsam, die sind also wichtig, dass man auch bei Belastungen standhält. Und deshalb gilt es auch, das in der Erziehung, aber auch in der Lehrerbildung und im Vorbereitungsdienst zu fördern. Da gibt es auch noch weitere Studien. Ich habe zum Beispiel hier so eine Studie von Timms und Ackermanns. Die haben also geguckt, was denn nun diese Facetten der zentralen Selbstbewirkung nun tatsächlich bewirken. Und die konnten das auch empirisch feststellen, dass es dann tatsächlich Zusammenhänge mit dem Arbeitsengagement gibt. Und dass das moderiert oder mediiert wird, vor allem, das sieht man hier an der Stärke der Pfeile, durch die Arbeitsgestaltung. Ja, also Menschen, die da praktisch sehr sich viel zutrauen, die beeinflussen auch die Arbeit, die beeinflussen die Arbeitssituation. Ja, die sorgen dafür, dass sie auch gute Herausforderungen in der Arbeit erleben und nicht die tägliche Routine nur haben, die tatsächlich den Lehrerberuf auch da ein bisschen öde macht mit der Zeit. Sie gucken, dass es mehr strukturelle Ressourcen gibt. Da sagen halt, jetzt müssen da neue Computer in die Schule, ja, sonst kann man ja nicht arbeiten hier. Und weil sie eben wissen, dass sie daraus erreichen können, wenn sie dann nur nachhaltig und hartnäckig dahinter sind, dann passiert auch was. Auch soziale Ressourcen, Netzwerke bilden, auch außerhalb der Schule ist wichtig. Da sind wir auch beim Team, was wir in der nächsten Woche hören werden von Frau Kollegin Jakowski, die ich auch hier herzlich begrüße. Also, mit diesen nicht so ganz klassischen Persönlichkeitsmerkmalen, aber die machen auch die Persönlichkeit aus, wirken Menschen auf ihre Arbeit ein und gestalten sie so, dass sie sich dann auch engagieren können. Frau Tänzer ist gerade, glaube ich, draußen aus technischen Gründen. Ich würde sich sehr freuen, dass ich hier eine qualitative Studie mal ergänze. Es wurden 22 angehende Grundschullehrkräfte in Schweden interviewt, was ihnen denn, wo denn ihre Herausforderungen im Beruf sind und was sie machen. Ja, und am meisten, also wenn man das zusammenfasst, ist, dass die Diskrepanz zwischen dem Lehrerideal, das sie anstreben, und dem, was sie in der Praxis wirklich tun können. Also sie würden gern so viel machen und überall finden sie Einschränkungen. Ja, und stoßen an Grenzen, und wo sie nicht so das machen können. Und was tun sie? Ja, sie versuchen tatsächlich Veränderungen zu erreichen. Das ist das, was ich vorhin genannt habe. Ja, dieses den eigenen Arbeitsplatz praktisch versuchen, so zu verändern, dass er auch zu mir passt und dem, was ich wirklich erreichen möchte. Man kann es auch als Jobcrafting bezeichnen, das ist der aktuelle Begriff in der Arbeitswissenschaft. Aber durchaus auch dieses erlebte Verantwortung reduzieren und sagen, ja, okay, ich bin halt dann auch nicht dafür verantwortlich, dass es der ganzen Welt besser geht. Ja, auch da muss man einfach ein bisschen realistische Ziele entwickeln. Wo führt das Ganze hin? Ja, das sind ja erst angehende Grundschullehrkräfte. Und da gibt es eine hübsche Aufstellung, das wollte ich Ihnen einfach zeigen, weil es so nett ist. Nämlich, was wird aus Menschen, die sich in der Schule wirklich engagieren? Ja, die wirklich was erreichen wollen über die eigene Klasse hinaus. Nun, es gibt da nach der Arbeit von Peterson hier 5 Karrieren, sagen wir mal. Ja, und wird der Begriff so gut gefallen, die Battle Scarred Warriors.
Das sind also die mit Wunden und Narben versehenen Lehrerinnen und Lehrer, die viel gekämpft haben, die viel versucht haben, um die Schule weiterzuentwickeln. Da musste ich dann irgendwie auch ein Bild daneben setzen, das natürlich überhaupt nicht zur Schule passt. Die dann irgendwann sagen, nee, jetzt, also ich komme da nicht weiter, ich mache auch nichts mehr für die Schule, ich bleibe in meinem Klassenzimmer, weil eben die Anerkennung durch die Schulleitung fehlt. Oder es gibt Realisten, die sagen, okay, meine ganzen Träume und Wünsche kann ich nicht umsetzen, ich versuche halt irgendwie im kleinen Kreis in meinem Fach voranzukommen. Dann gibt es die Strategic Career Movers, die halt sagen, okay, hier an der Schule, da werde ich einfach nicht gewürdigt, ich möchte so viel mehr tun, dann gehe ich einfach wohin, wo ich tatsächlich mehr erreichen kann. Dann gibt es die Dream Believers, die dann versuchen, ihre Träume trotzdem umzusetzen, aber in einem anderen Kontext, zum Beispiel in einer Privatschule. Und die letzten, Gott sei Dank, gibt es ja auch die Culture Guardians, ja, die Schutzengel oder die Wächter einer entwicklungsförderlichen Kultur, die dann an der Schule bleiben, um zu sagen, ich kümmere mich, ich will doch, dass hier noch was vorangeht. Da merken Sie übrigens, so Leute wie Helmut Fendt oder auch ein Amerikaner namens Huberman hat sich beschäftigt mit den Lebenslaufentwicklungen von Lehrkräften und stellt fest, dass da manche in so eine Frustration und so fast so eine Resignation geraten. Ja, und andere nicht. Ja, nur einige. Und das ist sicher, gehört, passt zu diesen Eindrücken. Also die möchten eigentlich was erreichen. Ich glaube, alle Lehrerinnen und Lehrer, die im Beruf einsteigen, wollen was tun, wollen eine bessere Schule, eine bessere Welt herrichten. Und dann gibt es die Vorschriften und dann gibt es die rechtlichen Einschränkungen und dann gibt es die Kollegen, die nicht so mitziehen. Und da ist dann manchmal die Frustration eben auch vorprogrammiert. Gut, machen wir ein Zwischenfazit zur Rolle der Persönlichkeit. Ich habe ja noch mehr zu erzählen. Also für die Leistung der Schülerinnen und Schüler scheint die Persönlichkeit nicht ganz so bedeutsam zu sein. Sie ist aber hilfreich im sozialen Umgang mit allen Beteiligten. Sie ist wichtig für das Passungserlebnis von Person und Beruf. Wichtig für das Engagement, für die Entwicklungsperspektiven im Beruf. Wobei da aber die Persönlichkeit alleine ja nicht allein wirksam werden kann. Wichtig ist die Resonanz der Bildungsinstitution. Ja, was bietet die Schule an Ressourcen, an Betätigungsmöglichkeiten, an Gestaltungsräumen, damit ich auch meine Ziele, Wünsche, mein Engagement tatsächlich umsetzen kann. Und für die Work-Life-Balance ist es auch wichtig. Habe ich jetzt nicht so im Detail ausgeführt, aber an diesem Modell von Schaar-Schmidt ist es auch deutlich geworden, dass da tatsächlich auch die Gesundheit da wirklich auch eine mögliche Konsequenz ist. So, was sagt Herr Neubig in seinem Buch, das er gerade aktuell veröffentlicht hat? Das ist ein sehr engagierter Lehrerbildungsforscher. Der sagt, es ist wichtig, neben dem forschungsorientierten, kognitiv akzentuierten Zugang in der Lehrerbildung, der Reflexion, die nach außen gerichtet ist, auch die Reflexion nach innen zu erweitern und sich selbst und das eigene Erleben in konkreten Interaktionssituationen zum Gegenstand der Betrachtung zu machen. Also er meint, man solle immer, wenn man etwa im Praktikum sich betätigt, auch immer gucken, was macht das mit mir, entspricht das mir und wie kann ich mich da verwirklichen und umsetzen. Also diese Persönlichkeitsperspektive hält Neubig hier für eine wichtige Ergänzung des Curriculums an der Hochschule. Und das machen wir genau in unserem Teaching Talent Center, dass wir immer auch die Persönlichkeit versuchen anzusprechen. Ja, und jetzt haben wir noch zwei weitere große Kapitel, Ausbildung und Erfahrung. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber Sie merken, die Anzahl der Folien geht doch schon irgendwie auch dem Ende entgegen. Also keine Sorge, ich bringe jetzt nur noch ein paar Schlagworte, obwohl man da natürlich auch stundenlang darüber sprechen könnte. Also, was tut sich im Bereich der Ausbildung? Eine frühe Einsicht, da hat Lee Schulman, hat das 1987 schon sehr systematisch erarbeitet, ist, dass Lehrpersonen vor allem Wissen brauchen. Und dieses Wissen findet man nicht auf der Straße, das muss natürlich vermittelt werden. Deshalb braucht es eben Bildungsgänge. Und die Wissensarten, die Schulman da aufgeschrieben hat, die werden heutzutage oft ein bisschen verkürzt, weitergetragen, Fachwissen, allgemeines pädagogisches Wissen, pädagogisches Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und dann noch andere Dinge, die man vielleicht heute mehr unter dem pädagogisch-psychologischen
Wissen versammelt. Diese Arbeiten sind in der Forschung auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Man hat das untersucht, gemerkt, ist tatsächlich wichtig. Und deshalb gibt es heutzutage so als Paradigma in der Lehrerbildungsforschung eigentlich dieses Modell der professionellen Handlungskompetenz von Baumert und Kunter, die diese Wissensarten oder einen Teil davon von Lee Shulman da unten aufgeführt haben, das Ganze als Professionswissen bezeichnen und das einbetten. Nun, gucken Sie mal, Motive, Werte, Überzeugungen, aha, das sind doch eindeutig Persönlichkeitsfaktoren. Also Persönlichkeit ist offenbar in der Handlungskompetenz, spielt damit eine wichtige Rolle. Aber wir sind ja bereits bei der Ausbildung, haben die Persönlichkeit schon hinter uns gelassen. Aber das würde natürlich bedeuten, dass man diese Konzepte auch thematisiert in der Lehrerbildung. So, wie ist das denn nun mit dem Fachwissen bei Lehrkräften? Kommen Sie denn mit entsprechendem Fachwissen auch aus der Schule heraus? Da gibt es eine interessante Studie, eine internationale Studie sogar von Blömige, Kaiser, Lehmann und anderen, die sogenannte TEDS-M-Studie. Da geht es um Mathematik und gibt sehr, sehr viele Befunde dazu. Was ich Ihnen ja einfach zeigen wollte, ist, wie stark das Wissen der Lehrkräfte variiert. Ja, das sind Lehrkräfte, die hier in Deutschland praktisch erfasst wurde. Die ungefähr müssten so etwa 2000 sein. Ganz genau findet man die Zahl nicht. Und es wurde geguckt, wie denn ihr Fachwissen aussieht. Also rein das mathematische Fachwissen, je nach Bildungsgang. Ja, das ist ja die Primarstufe mit einer speziellen Mathematikvertiefung. Das ist die Primarstufe ohne eine spezielle Mathematikvertiefung. Ja, also mit einem grundständigen Mathematikstudium, wie es immer in der Grundschullehrerausbildung ja eine Rolle spielt. Das macht gar nicht so viel Unterschied, ob ich hier praktisch noch Mathematik als Vertiefung studiere. Das macht allerdings dort eine Rolle, wo es um Sekundarstufenlehrer geht. Ja, also hier dürfte die Zahl falsch sein. Das dürfte ja nicht 1 bis 4, sondern müsste wohl 1 bis 10 heißen. Also das ist dann Primar- und Sekundarstufe, also so Lehrer für Gemeinschaftsschulen. Und da sieht man, dass die ohne mathematische Vertiefung deutlich schwächer abschneiden als die, die eben andere Fächer studieren. Ja, aber worauf es mir ankommt, ist diese massive Varianz, diese massive Unterschiedlichkeit. Das heißt, unsere Lehrerstudierenden gehen leider nicht alle mit demselben Wissen, demselben guten Wissen aus den Schulen raus, sondern mit sehr unterschiedlichem Wissen. Gut, jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt denn dieses Wissen eigentlich für das, was man als Lehrerinnen und Lehrer erreichen könnte? Da gibt es so eine kleine Studie, nur so als Beispiel, was man alles untersuchen kann, von Jentsch und Kollegen als Folgeuntersuchung zu dieser TEDS-M-Studie. Die haben im Bereich der Mathematik fachliches Wissen, fachdidaktisches Wissen und Unterrichtswahrnehmung, also ob Lehrkräfte in Lage sind, genau hinzugucken und zu beurteilen, was im Unterricht läuft. Das waren praktisch die sogenannten unabhängigen Variablen und die abhängigen Variablen sind dann Klassenführung, konstruktive Unterstützung der Schüler, kognitive Aktivierung, fachdidaktische Strukturierung. Sie hofften natürlich, dass sich hier hohe Zusammenhänge ergeben, also dass die Lehrerinnen und Lehrer, die auch viel wissen, auch den Unterricht entsprechend gut machen. Ja, ich will es kurz machen, kommt nicht raus. Die Wissenstests korrelieren nur niedrig mit den Facetten der Unterrichtsqualität. Also selbst das fachdidaktische Wissen führt nicht dazu, dass die wirklich sichtbar sich im Unterricht anders verhalten. Ja, diese Unterrichtsbeobachtungen sind immer ein bisschen schwierig und so, aber jedenfalls so richtig, so ganz massive Auswirkungen hat das Wissen nicht. Aber man kann es auch noch mal anders untersuchen, weil die Unterrichtsgestaltung ist ja nur so eine Zwischenvariable. Entscheidend ist ja, was kommt denn als Lernerfolg bei den Schülerinnen und Schülern raus? Auch hier haben wir eine Studie im Bereich Mathematik und leider gibt es zu anderen Fächern nicht so tolle Studien, weil es da auch sehr schwieriges Wissen und auch Lernentwicklung zu erfassen. Aber diese Q-Aktiv-Studie ist tatsächlich sehr berühmt geworden. Hier haben wir wieder Kollegen Baumert, der vorher auch da als Autor dieses Modells aufgetreten ist. Und der hat immerhin gefunden, das fachdidaktische Wissen der Lehrkräfte, jetzt geht es um Sekundarstufenlehrkräfte, erklärt immerhin 39% der Leistungsunterschiede zwischen den Klassen am Ende von Jahrgangsstufe 10. Das ist eine ganze Menge.
Das heißt, Lehrkräfte mit viel Wissen bringen ihre Klassen um etwa eine halbe Standardabweichung weiter voran in dem Wissen, was dann die Schüler haben, als Lehrkräfte mit wenig Wissen. Das ist nicht so häufig nachgewiesen worden, von daher ist die Studie sehr wichtig und es wurde auch untersucht, was machen die denn? Jetzt sind wir doch wieder bei dem, was die im Unterricht offenbar besonders gut machen. Ja, sie aktivieren ihre Schülerinnen und Schüler geistig mit angemessenen Aufgaben. Sie folgen dem Lehrplan. Sie unterstützen die Schülerinnen und Schüler individuell bei ihren Problemen. Also da merkt man jetzt schon, also es gibt offenbar tatsächlich eine Auswirkung von Wissen. Jetzt überspringe ich mal ein paar Punkte, damit ich etwas schneller vorankomme und komme zu der Frage, brauchen denn Lehrkräfte einen Hochschulabschluss? Das kann durchaus auch kritisch gesehen werden. Und die Frage beschäftigt vor allem die Kolleginnen und Kollegen in den USA, weil man dort offenbar auf ganz unterschiedliche Weise zu einer Lehrtätigkeit an Schulen kommen kann, auch wenn man kein Lehramtsstudium absolviert hat und auch sonst nicht viel gelernt hat. Und da sind nun die empirischen Befunde eindeutig. Personen mit voller beruflicher Qualifikation bringen ihre Schüler und Schülerinnen eindeutig besser voran als Personen mit schwächerer Qualifizierung. Ja, also das ist in mehreren Studien, auch in unterschiedlichen, also auch im Bereich des Kindergartens und verschiedenen Schularten untersucht worden, findet man immer wieder, wer dort eine ordentliche Qualifikation hat, bringt die Schülerinnen und Schüler einfach weiter. Wie verhält es sich denn nun mit Menschen, die quer einsteigen? Das war ja so eine Frage, die ich zu Beginn gestellt habe. Diese bringen nämlich Berufserfahrung und Fachwissen mit. Sie haben in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung, nur nicht als Lehrer oder Lehrerin. Hier gibt es, also was so die Forschung bereits weiß, ist, dass sie sich am Anfang in der Schule schwer tun. Also gerade im ersten Unterrichtsjahr bringen sie ihre Schüler und Schülerinnen nicht so weit, wie die Lehrerinnen und Lehrer, die das eben ordentlich gelernt haben. Es macht ihnen auch keine Freude, da steigen dann auch wieder einige aus. Erschwerend kommt aber hinzu, dass Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen oft in schwierigen Schulen eingesetzt werden, also dort, wo eben sonst niemand hin will. Ja, weil es überall brennt. Das heißt, die haben auch eine schwierige Klientel. Es ist gar nicht so leicht, da Erfolge zu erzielen. Und sie beklagen sich darüber, dass sie nicht wirklich gut betreut werden. Diese ganze Geschichte, da kann die Wissenschaft noch nicht so viel dazu sagen. Es gibt Überblicksarbeiten von Frau Kollegin Diedering, die auch in Erfurt tätig ist, und Frau Porsch. Und beide Autorinnen sagen, nee, also da können wir noch wirklich nicht so viel sagen, wie denn Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen sich in der Schule tun und ob sie mithalten können. Also in bestimmten Bereichen scheinen die Unterschiede nicht wirklich groß zu sein. Ja, das ist ein interessantes Ergebnis. Aber da weiß man in einigen Jahren sicher mehr. Ja, Zwischenfazit zur Rolle der Ausbildung. Also eine fachwissenschaftliche Ausbildung ist unersetzlich. Die fachdidaktische Ausbildung wird dann praktisch verzahnt sich mit der fachlichen Ausbildung, trägt wesentlich zum Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler bei. Und dann kommt noch die bildungswissenschaftlich-pädagogisch-psychologische Ausbildung und die trägt dann mit überfachlichen Kompetenzen auch zum professionellen Handeln über den Unterricht hinaus bei. Ich will Ihnen diese ganzen Kriterienkataloge gar nicht zeigen, die eben deutlich machen, dass Lehrerinnen und Lehrer viel mehr Aufgaben haben, als bloß guten Unterricht zu gestalten. Nun ist es so, dass wir waren ja bei der Ausbildung, bei der Lehrerbildung, dass theoretische Wissen nicht von selbst zum kompetenten Handeln führt. Ja, das hatte man oft gemeint, ja, das ein bisschen mehr Wissenschaft und ein paar Seminare mehr und schon sind die angehenden Lehrkräfte gut in der Schule. Das ist doch ein bisschen ein Irrglaube und deshalb ist die Erfahrung ein wichtiger Punkt. Und das kann ich jetzt auch nur noch ganz kurz anreißen, will ich auch wirklich nur ganz knapp machen. Wenn Sie da einen Kommentar oder eine Frage haben, gerne. Die Erfahrung ist insofern wichtig, weil Studierende ja mit eigenen biografischen Erfahrungen schon in die Hochschule und in die Praxis kommen. Ja, die waren ja selber mal Schülerinnen und Schüler. Und wenn wir sie fragen, warum sie ihren Beruf gewählt haben, da sagen dann viele auch, ich hatte so eine tolle Lehrerin und genau das möchte ich auch in meinem Beruf umsetzen. Oder sie sagen, ich hatte so einen schrecklichen Lehrer und das sollen Kinder nicht erleben und darum werde ich Lehrerin oder Lehrer und versuche das alles besser zu machen. Also diese biografischen Erfahrungen sind wichtig, sie prägen auch unsere künftigen Lehrerinnen und Lehrer.
Und dabei entwickeln sich aber oft auch einseitige und schwer zu korrigierende Überzeugungen. Darauf wird Kollege Bauer mit seinen Mitreferierenden in seinem Vortrag eingehen. Studierende wollen aber sich ganz dringend praktisch erproben. Sie wollen einfach wirklich Unterricht halten. Sie wollen nicht groß nachdenken. Sie wollen nicht viel reflektieren. Sie wollen auch ganz konkret die Anleitungen haben. Und da gibt es nun Kolleginnen und Kollegen, die viel Erfahrung haben und die sagen, da besteht die Gefahr der Deprofessionalisierung, dass man nämlich zu schnell irgendwelche Praktiken sich aneignet, auch wenn die vielleicht gar nicht wirklich gut sind. Ja, nur weil sie im Moment funktionieren. Wir haben selbst Studierende gefragt vor ihrem komplexen Schulpraktikum, das wir in Erfurt haben, dieses Halbjahrespraktikum, was sie sich denn von ihren betreuenden Lehrkräften wünschen. Ich will es auch gar nicht im Detail sagen, aber sie wollen vor allem in den Unterrichtsnachbesprechungen praktische Verbesserungen hören. Was hätte ich in der Stunde besser machen können? Sie wollen nicht, dass man irgendwie das mit wissenschaftlichen Konzepten verbindet. Ja, nicht ist ein bisschen zu negativ. Ja, das sagen ja auch, ist ja okay. Aber im Vergleich zu dem Praktischen fällt es dann doch ab. Und dass man über persönliche Werte redet, ist auch nicht ganz so wirklich bedeutsam. Also dieses Praktische steht sehr im Vordergrund. Praktische Erfahrung hätte aber eine ganze Reihe von zusätzlichen Funktionen, nämlich Erfahrungen sammeln, Muster erkennen, Routinen entwickeln. Das ist dann die sogenannte Expertiseentwicklung. Gleichzeitig bedeutet aber die, wenn sie eine sogenannte adaptive Expertise sein soll, dass man auch gezielt immer wieder erprobt und prüft. Und das ist für junge Lehrkräfte ein Problem, weil sie mal froh sind, wenn sie überhaupt mal irgendwo eine Routine haben und sagen, die funktioniert. Ja, die wollen das nicht schon wieder überprüfen und in Frage stellen und nochmal anders ausprobieren. Wichtig wäre, das eigene Erfahrungswissen konzeptionell zu analysieren, mit wissenschaftlichen Begriffen abzugleichen, mit empirischen Befunden zu konfrontieren. Das wäre dann der Begriff der Reflexion, den Studierende ja nicht so ganz gerne wollen. Dann ist die praktische Frage auch dazu da, einen beruflichen Habitus zu entwickeln, also wirklich die Lehrerrolle, eine Lehreridentität zu entwickeln. Und wichtig für all das wäre, da gibt es viele Studien dazu und auch unsere Erfahrungen in Erfurt, in der Lehrerbildung zeigen, wichtig sind erfahrene, berufstätige Lehrkräfte, die die Studierenden anleiten, diese aber auch persönlich stützen, wenn sie mal Misserfolge haben, wenn sie Schwierigkeiten haben, die ihnen Freiräume geben und die das, was dann eben passiert ist und was sie erlebt haben, eben auch reflektieren helfen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese erfahrenen Lehrkräfte, die die Studierenden unterstützen. Und in anderen Ländern ist es ja so, dass es gar keinen Vorbereitungsdienst gibt. Da kommen die quasi von der Ausbildung sofort in die Schule, müssen tätig sein. Und dort sind dann für die sogenannte Induktion zuständigen Personen, spielen da eine ganz wichtige Rolle. So, das überspringe ich und fasse zusammen. Brauchen gute Lehrkräfte richtige Ausbildung, richtige Erfahrung. Es gibt in der Lehrerbildungsforschung mindestens diese drei Perspektiven, eigentlich noch mehr. Da könnte Frau Kollegin Tänzer da noch einiges ergänzen, aber auch Herr Neuweg in seinem neuen Buch nennt 12 unterschiedliche Ansätze und Perspektiven, wie man die Lehrerbildung fassen könnte. Seien Sie froh, dass ich nicht die alle 12 vorgestellt habe. Das eine wäre der Persönlichkeitsansatz, über den wir gesprochen haben, den Kompetenzansatz, da geht es ja um die Ausbildung, und den berufsbiografischen Ansatz, wo die Erfahrung eine wichtige Rolle spielt. Und wenn man sich diese ganzen Dinge so anguckt, die ich da versucht ein bisschen glaube ich, vorzustellen, dann stützt sich ein gelingendes Leben, ja nicht nur ein Berufsleben, sondern auch tatsächlich so eine Lebensführung auf alle drei Bereiche. Und in der mehrphasigen Lehrerbildung, ja, mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, sollten auch alle drei Säulen entwickelt und gefestigt werden. Jedenfalls ist das mein Eindruck, das ist jetzt nicht nur so ein platter Abschluss, sondern ich habe den Eindruck, da spricht wirklich vieles dafür. Und wenn man sich das Ganze nochmal so als kleines Bild anguckt, ich wollte sie nicht so mit dem Text am Schluss allein lassen. Also Lehrkräfte brauchen Wissen, dass sich dann in Handeln Sie müssen auch das Handeln lernen und das ist auch tatsächlich ein ganz eigener Wissensbereich, der sich entwickeln muss. Ja, deshalb auch diese Pfeile in beide Richtungen. Es ist nicht so, dass einfach das Wissen transformiert wird in Handeln. Handeln lebt viel von Erfahrungen, prägt dann aber auch wiederum die Erfahrungen, die man macht. Das Wissen
hängt viel von der Ausbildung ab, aber wirkt auch auf die Nutzung der Ausbildung zurück. Und all diese Bereiche werden, das kann ich als Psychologe natürlich leicht behaupten, aber kann man durchaus auch belegen, werden eben auch durch die Persönlichkeit zusammengefasst, weil ich ja bewusst überlegen muss, welche Seminare besuche ich an der Uni und welche Stunden übernehme ich und wo mache ich mit. Ja, das sind schon immer auch wiederum Pläne, Bedürfnisse, Interessen, die ich da einbringe, um mich selber im Lehrerberuf hier zurechtzufinden. Ich muss explorieren, ich muss integrieren, ich muss gewichten, ich muss reflektieren. Und ich denke, da spielt die Persönlichkeit eine Rolle, was auch Frau Kollegin Blömecke in einem neueren Modell entsprechend einräumt. Und sie ist Mathematikerin, ja, hat mit Psychologie nicht so viel am Hut, aber sieht auch, dass man die Persönlichkeit eigentlich mit berücksichtigen muss. So, ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr gelangweilt. Danke Ihnen, wenn Sie nicht davongelaufen sind. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es da noch was zu diskutieren gibt. Ich konnte leider während meines Vortrags hier keine Fragen sehen. Mal gucken. Da sind eher technische Hinweise, die ich hier besser lesen kann. So, jetzt brauche ich was zu trinken. Herr Hani, vielen, vielen Dank für Ihre wirklich interessanten und reichhaltigen Einblicke darin, was unsere guten Lehrkräfte wirklich ausmacht. Noch sind keine wirklichen inhaltlichen Fragen im Chat, aber wir sind auf YouTube auch ein bisschen verzögert. Das heißt, es kann dauern, dass es ankommt und die anderen auch mitbekommen, dass wir am Ende angekommen sind. Ach, also ich spreche da noch eine Viertelstunde. 30 Sekunden Zeitverzögerung. Und dem würde ich sagen, lassen wir unseren Teilnehmenden, die noch zahlreich sind, noch eine Chance. Gibt es vielleicht Kommentare aus der Gruppe hier bei mir im WebEx-Raum? Fragen, Anregungen? Künftig werden Sie alle verpflichtet, mindestens 3 Fragen während des Vortrags zu erarbeiten und dann zu stellen. Wir haben auf jeden Fall schon mal viele Applauszeichen auch im YouTube-Chat. Nochmal der Aufruf, gerne alle Fragen stellen. Wir freuen uns darüber auf eine Diskussion mit Ihnen. Also für die Studierenden, ich hatte ja irgendwie mal die Idee, dann auch auf der Moodle-Seite noch ein Forum einzurichten, wo man eben auch nochmal Fragen und Anmerkungen stellen könnte. Manchmal muss vielleicht ein bisschen nachdenken oder man muss mehrere Vorträge hören, um dann so ein paar Themen zu erkennen, die man vielleicht auch verbinden könnte. Also das können wir auch gerne fortsetzen. Auch an die Studierenden gleich noch, weil die Frage dann immer kommt, Prüfung. Also ich habe bereits 2 Texte dort gelagert auf der Moodle-Seite von Johannes Meyer, der sich eben hier besonders mit der Persönlichkeit beschäftigt. Ich habe auch schon Prüfungsfragen erarbeitet, aber die bleibt natürlich geheim bis zur Klausur. Ja, dann frage ich nochmal. Ernst, wenn wir den Fokus größer ziehen, ne? Gibt es eine andere Berufsgruppe, über die es so viel Forschung gegeben hat? Also wenn du überlegst, dann mit Kerstenstein, das hat ja in den 30ern, eben 20er, 30er schon angefangen, das hat ja irgendwie nie aufgehört. Die haben ja fast jedes Paradigma mitgenommen, sozusagen, was in der Pädagogik und in der Psychologie diskutiert wurde und mal vorherrschend war. Und immer wieder ist man an diese Frage gegangen, ne? Gibt es die gute Lehrkraft? Gibt es irgendeine andere, hast du einen Überblick, ob es irgendeine andere Berufsgruppe gibt, die so stark beforscht ist? Also es gibt relativ viel Forschung zum medizinischen Beruf, vor allem zur Urteilsbildung und zu diagnostischen Entscheidungen. Diese schönen Studie von Boshuysen und Schmidt oder Peitel und Grön, die eben sagen, oder so wie es quasi mein Bruder sagt, der Selbstarzt ist, also wenn er dem Patienten die Hand gibt, hat er schon die erste Verdachtsdiagnose. Und nach 2 Minuten weiß er ungefähr, was da fehlt, was natürlich nicht damit zu tun hat, dass er 2000 Krankheitsbilder im Kopf hat, sondern er kennt halt seine Klientel, die genau in seine Praxis kommen. Was übrigens bei den Lehrern genauso ist. Also da hat John Hattie hat da mal so eine kleinere Studie durchgeführt und hat gesagt, Lehrerinnen und Lehrer sind schon Expertinnen und Experten, aber vor allem für ihre Klasse.
Ihr Wissen ist sehr eng begrenzt auf Ihre Klasse und Ihre Schule und nicht so ein allgemeines Wissen. Ja, und da weiß man halt, wer was kann und wessen Eltern was bewirken können und was und so. Da gibt es dann offenbar, was auch gern mal erforscht wird, das sind Politiker, gerade im Sinne der geteilten Verantwortung. Also in dem Sinne praktisch, wenn Gruppen Entscheidungen treffen, ob sie eine Atombombe einsetzen sollen, dann fällt die Entscheidung leichter, weil jeder die Verantwortung auf die anderen abschiebt. Ja, und wenn man einzeln entscheidet, dann ist man viel vorsichtiger und zurückhaltender. Also das ist, also aus der Entscheidungsforschung ist das durchaus auch eine Sache. Gibt auch an Richtern Urteile hinsichtlich ihrer Verankerung. Ja, da gibt es nette Studien, wie sie denn Vergewaltigungstäter bestrafen. Da gibt es ja auch irgendwie eigentlich ganz klare juristische Vorgaben. Aber sie orientieren sich auch an dem, was die Geschädigte selber vorschlägt, auch wenn die gar keine juristische Kenntnisse hat. Ja, da gibt es, ja, die Psychologen machen ja überall ihre Experimente. Also man versucht sich schon immer wieder zu beschäftigen, aber es ist schon richtig, der Lehrerberuf, das ist irgendwie immer wieder Quelle für Arbeit, aber auch für sehr spannende Auseinandersetzungen, ja, auch sagen. Ja, es gibt hier zwei Fragen, wenn ich es richtig sehe, oder eine Anregung und eine Frage. Resilienzbildung, um die Persönlichkeit der Lehrkraft auf den Beruf vorzubereiten. Es ist nicht so, dass es hier nur Formen der Abhärtung praktisch gibt. Wichtig wäre, dass man, sagen wir mal, sich selber richtig einschätzen lernt. Ja, das kann man durchaus auch im Studium, was wir versuchen, das ist, dass wir möglichst vielen Studierenden, die in das erste Praktikum gehen an der Schule, dass wir die quasi tutoriell begleiten. Ja, dazu ziehen wir Studierende heran, die bereits im Master studieren. Und die bereiten mit denen dieses erste Praktikum aus Seiten der Persönlichkeit vor. Also, dass sie praktisch sagen, was hast du für ein Bild von dir, wir stellen denen auch Daten zur Verfügung. Und dann sagen die, nutze doch das Praktikum auch dazu, mal aus deiner Komfortzone rauszukommen. Mach mal Dinge, wo du vielleicht nicht von selber sofort darauf kommen würdest. Weil solche Dinge auch zur Tätigkeit als Lehrkraft gehören. Probier dich da mal aus und schau mal, wie du quasi so ein bisschen in ungewohnten oder in Stresssituationen zurechtkommst. Und die anderen Dinge, die haben natürlich was mit diesen Core Evaluations zu tun. Also diese Selbstsicherheit, dass man Menschen auch um sich hat, die einen schätzen, die einen würdigen, die einen auch auffangen. Das ist übrigens auch so ein Befund, was machen Lehrkräfte eigentlich, wenn sie beruflich stark unter Stress gehen? Ja, sie ziehen sich in ihre Familie zurück, sie ziehen sich zu Freunden zurück und machen da mal ganz andere Dinge. Ja, da, wo sie eben auch Anerkennung erfahren, wo sie geschätzt werden, wo sie auch mal ganz, ganz unprofessionell sich verhalten dürfen. Also diese Rückzugsorte, die auch mit einem Hobby zu tun haben können, wo man dann eben auch so Flow-Erlebnisse hat und sagt, ja, jetzt bin ich mal ein ganz anderer Mensch als praktisch hier, nicht einfach Lehrer. Das hilft auch vor Burnout. Ja, das ist praktisch auch nachgewiesen. Das wären so ein paar Punkte. Und natürlich wichtig, dass man möglichst versucht, auch mit Studierende zu finden, die dann auch quasi Mitkämpfer sind. Ich hatte mal eine Lehramtsstudentin, die dann auch bei mir noch promoviert hatte. Und die kam als junge Lehrerin in eine Schule und da waren nur alte Lehrerinnen. Aber zum Glück war noch eine Mitstudentin, die hatte auch die erste Anstellung dort bekommen. Und die beiden haben sich dann gemeinsam wirklich getragen, die haben gegenseitig den Unterricht besucht, die haben sich selber bestätigt in dem, was sie gemacht haben. Und so haben sie dann doch die alten Damen, die da an der Schule waren, allmählich dazu gebracht, dass sie ihnen zuhören und sie auch ernst nehmen. So, da kommt jetzt einiges. Also, vielleicht gehe ich mal wirklich auf die Fragen. Herr Hagi, Sie bekommen Fragen ohne Ende. Nein, so schlimm ist es nicht. Kommt gleich noch eine von der gleichen dazu. Ja.
Okay, ich gehe mal auf die, vor allem auf die Fragen aus dem YouTube-Chat erst einmal ein. Ansiedlung der Lehramtsausbildung an den Universitäten. Ja, da kann man natürlich viel darüber reden, ob nicht die pädagogischen Hochschulen, die es ja in Baden-Württemberg, die es auch in Österreich gibt, da nicht eine bessere Leistung erbringen. Da kann man natürlich, was so die Grundschule anbelangt, kann man durchaus mal drüber reden. Aber denken Sie an die Sekundarstufe. Also ohne eine wirklich gründliche fachwissenschaftliche Ausbildung kann man dann auch keinen guten Unterricht machen. Ja, das ist, und eine gute fachwissenschaftliche Ausbildung entspannt auch das Unterrichtshandeln. Wenn ich mir sicher bin, wenn ich genau weiß, dass mich Schüler nicht aus dem Konzept bringen können, weil die irgendwo von Google was herziehen zu meinem Thema, das ich vielleicht nicht kenne, dann ist, schützt es auch vor Stresserlebnissen. Also eine gute fachliche Ausbildung, und da braucht man halt das Personal, und die kann man nicht einfach an den pädagogischen Hochschulen beliebig anstellen. Ja, das ist einfach eine Ressourcensache, die hat man halt vor allem an den Universitäten. Und es ist halt so, dass dieses Handlungswissen dann in der Schule tatsächlich etwas ist, was die Uni und auch die pädagogische Hochschule gar nicht so direkt vermitteln können. Ja, das sind schon eigene Erfahrungen in eigenen Welten mit eigenem Personal. Was wir an der Uni machen, das könnte Gerd Mannhardt noch viel deutlicher und umfassender darstellen. Wir haben abgeordnete Lehrkräfte. Viele, die aus den Schulen kommen, viel Erfahrung in den Schulen haben und dann hier fachdidaktische Anleitungen geben. Auch Frau Kollegin Tänzer hat ja immer die ganze Reihe solcher Personen aus dem Schuldienst praktisch an der Uni. Also die Verknüpfung von guter wissenschaftlicher Ausbildung, methodischer Ausbildung, Bildung von auch letztlich methodischer Reflexion und aber der Blick in die Praxis, die Verknüpfung zur Praxis, die versucht die Uni durchaus auch herzustellen. Jetzt habe ich ihn doch motiviert, den Vizepräsidenten. Ja, motiviert, nicht herausgefordert, sondern ich würde das gerne ergänzen, und zwar um einen weiteren Aspekt. Also die Tradition der pädagogischen Hochschule, wie wir die in der Bundesrepublik kannten, ist die, dass die durch die Art, wie sie aufgestellt waren strukturell, fast von pädagogischer Forschung abgetrennt waren. Pädagogischen Hochschulen waren jahrzehntelang keine Einrichtungen, an denen tatsächlich Forschung stattgefunden hat, weil die Kollegen dort mit so hohen Lehrdeputaten versorgt worden sind, dass das über Jahrzehnte nicht stattgefunden hat. Und ich würde unterschreiben, wenn man sagt, könnten das pädagogische Universitäten sein, die auch, und die haben sie mittlerweile, die PHs in Baden-Württemberg, die ja noch bestehen, die haben diese Aufgabe mitbekommen, die wir aus den Universitäten auch haben, nämlich auch in Forschung aktiv zu sein. Und das ist auch eine, glaube ich, eine gute Gewähr dafür, dass Lernsanwärterinnen und Lernstudierende auch immer von den die wissenschaftlichen Inputs so bekommen, dass sie vorne dran sind und dass es nicht abgestandenes wissenschaftliches Wissen ist. Das war immer ein großes Manko, was man den alten pädagogischen Hochschulen unterstellt hat. Aber mittlerweile ist es dann jetzt auch so, auch die Stellenausstattung an den pädagogischen Hochschulen, an den meisten sind so, dass man eben nicht mehr als Forschender immens viel Lehrer hat, sondern vergleichbar so viele Lehre wie ein Universitätsprofessor. An sich sind die pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg sowas wie pädagogische Universitäten. Also dann passt der Titel besser. Aber dann wäre das kein Problem. Aber bei den Alten war immer diese stark auf Lehre bezogen, immer nur auf Praxis bezogen, wenig Forschungsintegration und Wissenschaftsintegration. Und das war ein strukturelles Problem, was man eben mit der 80er-Jahre-Integration der PHs in die Universitäten versucht hat aufzulösen. Eine Frage, die ich seit Jahren immer wieder höre: Wie ist es mit den Lehrveranstaltungen in den Fachwissenschaften, die überhaupt nicht auf die Bedarfe des Lehrerdaseins eingehen? Also beispielsweise auf die Lehrpläne. Ja, da kämpfen wir schon auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Da würden wir uns auch gerne ein bisschen mehr Praxisnähe wünschen. Man kann ja viele Inhalte auch immer wieder mit Anwendungen verbinden. Ja, die sind halt dazu nicht ausgebildet. Man kann halt dann auch nicht alles können. Es ist aber so, das ist auch wieder Erfahrung oder empirisches Forschungsergebnis, dass erst die Studierenden sagen, nee, das Fachwissenschaft, ich will was Praktisches hören, weil ich will ja praktisch arbeiten. Und hinterher, wenn sie in der Praxis sind, sagen sie, wieso habe ich denn diese Inhalte, diese Fachinhalte nicht an der Uni vermittelt bekommen? Naja, sie wären schon da gewesen. Aber damals hatte man irgendwie andere Interessen.
Also dieses Fachliche wird einen ein Leben lang begleiten. Ja, und das, die Anwendung, die hat man nach kurzer Zeit, eignet man sich die auch selber an. Ja, aber das, was man wirklich fachwissenschaftlich sich erarbeitet, das bleibt einem schon. Ich meine, klar, Wissen verändert sich auch, aber ich würde das nicht unterschätzen. Dann gibt es ja noch ein paar Coaching. Fragen. Frau Tänzer würde gerne von Ihnen auch wissen, ob Sie ein bisschen mehr über die Erkenntnisse aus dem Teaching Talent Center zur Beratung und Begleitung der Studierenden sagen könnten. Und Frau Jokowski würde gerne wissen, wie es denn mit Prädiktoren für den eigenen Lernprozess im Beruf, vielleicht nur ein Punkt, den wollte ich auch irgendwie ausführen, aber dann ist der doch gewissen Kürzungen zum Opfer gefallen. Wir haben natürlich ein Persönlichkeitsmerkmal, das Reflexivität versus Impulsivität heißt. Ja, es gibt also Menschen, die so aus dem Bauch heraus handeln, schnell bei der Hand sind, ja, und hinterher merken, ups, ich hätte vielleicht doch mehr nachdenken sollen. Andere, die eher mal nachdenken, vielleicht auch zu lange nachdenken und dann ist die gute Gelegenheit vorüber. Aber das ist schon so ein Persönlichkeitsmerkmal, das man auch ein bisschen kultivieren kann, dass man eben im richtigen Maße praktisch nachdenkt. Da spielt dann auch die Metakognition eine Rolle, dass man die eigene Entwicklung immer wieder auch reflektiert. Aber das sollte dann auch thematisiert werden. Also wo stehe ich, wo bin ich eigentlich, wie viel traue ich mir zu? Wobei das mit dem Zutrauen irgendwie eine ganz heikle Geschichte ist, weil sich Studierende gerade im Praktischen oft viel zu viel zutrauen. Also wenn die in den klassischen Praktika sind, wo sie erstmal nur zugucken, da vorne steht der Lehrer und macht was, dann haben viele das Gefühl, mein Gott, das würde ich doch so viel besser machen. Ja, und dann stehen die selber vorne, dann werden sie ganz bescheiden und merken, ja, so schlecht war das doch gar nicht, wie das der erfahrene Kollege gemacht hat. Ja, aber erst so irgendwie, ja, ich beherrsche das. Haben wir uns übrigens auch angeguckt. Also dieses Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit steigt bei unseren Lehramtsstudierenden, wenn sie in der Grundschule sind, aber sinkt bei denen, die in der Regelschule sind. Ja, weil Regelschule halt doch ein bisschen schwieriger ist in manchen Anforderungen, gerade im Disziplin- und Klassenführung. Aber da ist es so, dass also das mit den Prädiktoren, also im Sinne von wiederum Persönlichkeitsmerkmale, was man einfach weiß, ist wichtig wären, so wäre so ein Gruppenaustausch, so ein angeleiteter. Also so eine Art von Intervision. Das sind aber Dinge, über die Sie da auch sprechen werden, glaube ich, nächste Woche. Also diese auch Erfahrungen austauschen. Sehen, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um. Es ist tatsächlich sehr schwierig, Studierende dazu zu bringen, über bestimmte Erfahrungen, die sie machen, sehr tiefschürfend nachzudenken. Ja, weil sie froh sind, wenn sie überhaupt irgendwie mal ein Muster erkannt haben, was kann ich tun, wie funktioniert was praktisch. Dann gleichzeitig wieder reflektieren und sagen, oh, ist das wirklich so optimal, passt das für ihn? Da ist man vielleicht auch ein bisschen überfordert. Aber dieses gemeinsam über möglichst gleiche Beobachtungen sprechen, also das, was Sie ja auch machen in den Fachdidaktiken. Man geht eben gemeinsam in eine Unterrichtsstunde und spricht dann darüber, auch über verschiedene Wahrnehmungen. Das bringt einen auch zum Nachdenken. Also das ist offenbar auch so das ist die wichtigste Maßnahme, dass man auch den eigenen Eindrücken und Überzeugungen dann auch mal nicht immer traut, sondern auch mal guckt, andere nehmen das irgendwie anders wahr. Coaching, ja, das ist eine interessante Bemerkung. Aus dem YouTube dazu, Herr Hani, an das Coaching. Sie haben es gerade schon angesprochen. Mhm. Naja, Coaching ist halt eine Geschichte, die sehr stark individuell erfolgt. Es gibt schon auch Gruppen- und Organisationscoaching. Aber das ist halt auch ein Riesenaufwand, ja, ein riesenpersonaler Aufwand. Aber es gibt Schulbehörden, die bieten Coaching an. Es gibt einen ganzen Katalog in Sachsen, wo sich Menschen vorstellen, die Coaching-Angebote haben. Ja, in Thüringen gibt es das, glaube ich, nicht. Aber da habe ich mal ein paar nette Profile ausgesucht. Eine Dame, die psychologisch geschult war und gleichzeitig eine Clowns-Ausbildung hatte. Also das kann ich mir nett vorstellen, da ein Coaching zu besuchen. Und dann gibt es natürlich die erfahrenen Schulleiterinnen und Schulleiter, die auch Coaching anbieten, die halt das System kennen. Ja, und sagen, was man tun muss, wo da die Fallstricke sind und so weiter. Aber es ist halt eine sehr individuelle Geschichte.
Wir können auch nicht sagen, also Sie, Frau Müller, gehen zu Herrn Mannhaupt, lassen sich von Herrn Mannhaupt coachen und Sie, Herr Huber, von Frau Tänzer. Dann werden wir sagen, hallo, das will ich, die will ich mir schon selber aussuchen. Und außerdem, die müssen Zeit haben und das muss eine persönliche, also zu viel Hierarchie ist da immer ganz schlecht. Also da ist einfach, sind einfach die Ressourcen nicht da. Ja, das ist schade, könnte man sich gern anders wünschen, aber wer soll es finanzieren? Ja, vielleicht sollte man Studiengebühren einführen. lieber nicht. Ja, vielleicht noch ein Satz zu dem Teaching Talent Center. Also wir haben, als wir noch mehr Personal in dem Projekt hatten, auch individuelle Beratung gemacht. Das war durchaus spannend, weil da eben doch auch immer wieder Studierende kommen, die sagen, der Lehrberuf ist nicht so ganz das Richtige für mich, was gar nicht damit zu tun hat, dass sie überfordert sind. Manche sind auch unterfordert, wo wir dann sagen, auch deutlich machen, was man im Lehrberuf, dass man eben auch promovieren kann, dass man eben auch entsprechend an Weiterbildungseinheiten, dass man Führungsaufgaben übernehmen kann. Also da ist schon, gibt es viele Möglichkeiten und diese Beratung wird ja in der ESE auch immer noch angeboten. Ja, da kann man immer hingehen, mit Herrn Dr. Dreher, mit Frau Dr. Schmerbach einen Termin ausmachen und sich auch persönlich beraten lassen. Die haben dort auch diese abgeordneten Lehrkräfte, die auch psychologische Zusatzqualifikationen haben. Also da kann man schon mal nachfragen. Ja, und wenn die dann das Gefühl haben, okay, das ist jetzt doch zu viel und so, dann wissen die aber auch wiederum, an wen sie vielleicht weiter verweisen können. Und ansonsten machen wir eigentlich jetzt ständig Seminare, wo wir Studierenden Gelegenheit geben, auch Persönlichkeitstests durchzuführen und dass man dann darüber redet und dass wir auch über solche Konzepte reden, wo ich gerade eigentlich vorgestellt habe. Ja, ob das dann irgendwas auslöst und etwas bewirkt, wenn man einfach darüber redet und das vorstellt, ja, ist immer ein bisschen schwierig. Aber zumindest Nachdenken kann man anregen. Dann würde ich sagen, wir sind auch am Ende unserer Zeit. Sehr vielen Dank nochmal an Sie, Professor Hani. Und ich möchte vielleicht mit einem Satz aus dem Chat, dem YouTube-Chat, den Sie nicht gelesen haben, schließen. Und die Dame meint, vielen Dank, großartiger Beitrag. Ich kann für die eigene LehrerInnenbildung viel Wissen mitnehmen. Also Sie haben auf jeden Fall beeindruckt und zu Wissen beigetragen, bei den Zuhörenden. Es war ein wahnsinnig spannender Abend. Ich möchte mich auch bei allen Anwesenden hier im WebEx-Raum bedanken für die Fragen, für die Diskussion und natürlich auch ganz herzlichen Dank an die Fragen unseres Publikums. Die sind doch immer sehr ertragreich und bereichern unsere Vorlesung. Ich hoffe, dass Sie uns alle nächsten Dienstag wieder besuchen mit Susanne Jukowski, Professor Susanne Jukowski, die uns ein bisschen mehr über das Teamteaching erzählen wird mit dem Titel Wir sind zusammen groß, toll, ein anderer macht's. Was bedeutet Kooperation in Schule und Hochschule? Wir werden uns also darüber austauschen, was die Kooperation wirklich bedeutet. Und ich denke, es knüpft ganz, ganz schön an den Vortrag von Herrn Professor Hani an. Frau Professor Jukowski, wir freuen uns nächste Woche. Wir sind schon gespannt und hoffen, dass wieder viele sich mit einbringen. Und dann würde ich sagen, bleibt mir nur allen einen restlichen schönen Dienstagabend zu wünschen und auf neue spannende Diskussionen in der nächsten Woche zu unserem nächsten Teil der Ringvorlesung. Vielen Dank. So. Tschüss. Tschüss. Tschüss.